So ein Mob-Battle wie heute hast du noch nie gesehen. Denn im heutigen Mob-Battle können wir Mobs miteinander kombinieren. Wenn ich also diesen Trank auf diese beiden Mobs werfe, kombinieren sie sich zu einem neuen OP-Mob. Aber das war noch nicht alles. Denn wir können auch Mobs mit Blöcken kombinieren. Wenn ich diese Kristallblöcke um diesen Eisengolem baue, verwandelt er sich in einen Kristallgolem. Los geht's mit dem Video. Dieser Ender-Golem wird jetzt in die erste Runde gehen gegen Pat, sein Monster. Und bist du bereit, Pat, für die erste Runde? Ich bin bereit, dich zu besiegen. Dann zähl den Countdown runter. 3, 2, 1, go. Ey, die greifen schon durch die Wand an. Ach du grüne Neune, was geht denn hier? Was hast du denn gespawnt, Pat? Ich hab mir ausgesucht, und zwar Robokrieger. Robokrieger gegen meine Ender-Golems. Wow, was ein spannender Kampf, Freunde. Wow, ich glaube, das wird aber ein ziemlich eindeutiger Kampf. Wow, Freunde, schaut euch mal an, wie cool dieser Kampf hier ist. Und Pat, hier hinten gibt es ein 1 gegen 1. Boah, hat der dem eine linke Faust gegeben. Wie cool ist das denn? Und hier geht's direkt weiter. Der fliegt, Pat, der fliegt. Schau es dir an. Wer fliegt? Wer fliegt? Der hat noch keine Chance von dir. Natürlich, boom, der nächste ist tot und kommt schon. Holt euch diese Robos und... Warte mal, Pat, hast du etwa neue gespawnt? Nein, das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Boah, Freunde, guckt euch an. Boom, boom. Und noch eine. Jetzt reicht's aber, Pat. Jetzt habe ich die erste Runde aber gleich gewonnen, wenn der hier kommt. Das stimmt nicht. Das sind die Geschwister. Ach komm, wie viele Geschwister hat der denn, Freunde? Kommt ein schon. Paar. Ja, holt sie euch. Und, ja. Komm, noch ein Schlag braucht der, dann haben wir ihn. Boom, Freunde, hier eskaliert's komplett. Bam, den haben wir, Freunde. Und damit steht's 1:0 in der ersten Runde. Ich hab's gewonnen. Meine OP-Ender-Golems haben die erste Runde für sich entschieden, Freunde. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, es steht 1:0 für mich. Wir haben's geschafft. Es steht 1:0 für uns. Und wir starten direkt in die nächste Runde. Und zwar gehen wir dafür auf unsere coolen Inseln. Und in der nächsten Runde bekommen wir Noob-Blöcke, Freunde. Wir müssen in dieser Runde mit Noob-Blöcken gewinnen. Aber dadurch, dass Pat ja eh so ein krasser Noob ist, sollten wir das ja schaffen. Und zwar haben wir jetzt einmal grobe Erde und diesen Brown Ant, also eine braune Ameise. Dafür platzieren wir jetzt einmal unser Mob, also diese kleine braune Ameise, Freunde, werden wir jetzt umzingeln mit diesen Blöcken. Ey, du musst hier bleiben, du Winzling. So, Freunde, das heißt ein bisschen von den Blöcken hier hin und die kann ja hier hochkrabbeln. Perfekt, Freunde. Und jetzt müssen wir einmal unseren, wo ist denn der Trank? Hier, unseren Fusionstrank auf sie werfen, Freunde. Und wenn ich das machen soll, dann müsst ihr alle jetzt nochmal einen kostenlosen Like da lassen in 3 Sekunden. Also, 3, 2, 1, jetzt. Wow, danke für diese ganzen Likes. Ihr seid echt die Besten. So, Ameise rein und jetzt werfen wir den Block. Komm schon, Fusionstrank, komm schon. Und mal gucken, ob es funktioniert. Oh mein Gott, Freunde, schaut mal, was wir bekommen haben. Wir haben jetzt so einen Holz-Dreck-Golem bekommen. Also, der nächste Golem. Ach du grüne Neune, damit werden wir auch auf jeden Fall gewinnen. Ich würde sagen, wir fragen einfach mal Pat, ob er bereit ist für die nächste Runde. Pat, hallo, hörst du mich wieder? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit, wieder zu verlieren? Verlieren? Dann zähl den Countdown runter. Okay, dann zähl den Countdown runter, denn du weißt, Pat, nur der Gewinner darf am Ende des Videos in diese Welt reingehen. Also, schieß los. 3, 2, 1, go. Und du hast den eisernen Rotnaut gespawnt, Freunde. Das ist einer der krassesten Mobs und Kämpfer in Minecraft. Und den holen wir uns aber, Freunde, mit unseren coolen Mobs. Ja, holt ihn euch, Freunde. Die haben doch gar keine Chance. Schaut euch das mal an. Die machen ja nicht mal Schaden. Natürlich machen die Schaden. Wow, Freunde, schaut mal, wie hoch der fliegt. Boom, kommt schon, Pat. Das wird der zweite Punkt für uns. Hey, was ist denn hier los? Ja, der erste hat schon noch die Hälfte vom Leben. Der Rotnaut hat keine Chance. Der ist so umzingelt. Ach, Quatsch, das bildest du dir ein. Das bilde ich mir ein, Freunde. Nie im Leben. Kommt schon, der Shit. Oh Gott, der hat aber noch voll viel, Freunde. Kommt schon, holt ihn euch jetzt mal. Meine Güte. Boah, schau dir das doch mal an. Der steht da herum, bekommt keinen Schaden. Die sterben nacheinander. Ich würde sagen, die Runde geht ganz klar an mich. Noch ist es noch nicht vorbei, Freunde. Einen haben wir uns ja schon geholt. Aber ihr müsst langsam ein bisschen Gas geben, meine Mobs. Kommt schon. Ach, Pat, ich glaube, oh, der tat weh. Ja, und ich glaube. Letzte. Und das ist das Ende von dir. Ach, Freunde, Mann, wir müssen uns beeilen in der nächsten Runde. Aber das waren auch die Noob-Blöcke. Ich glaube, jetzt kann es nur besser werden. Damit steht's 1:1, Freunde. Und wir sehen uns gleich wieder. Freunde, jetzt müssen wir andere Geschütze aufladen. Und ich würde sagen, dafür cheaten wir auch in dieser Runde. Denn dafür, Freunde, seht ihr es, habe ich mein One-Way-Glas platziert. Das heißt, ich kann durch
durch dieses Glas durchschauen, aber der Pet nicht. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rüber und schauen, was für ein Mob Pet hier platzieren möchte. Und er hat schon was in der Hand. Was möchte denn Pet in dieser Runde spawnen? Ich höre mal ganz kurz zu. Ich ziehe mal meine Kopfhörer auf. Der wird nix. Nee, den nehme ich nicht. Ich nehme was Besseres. Das ist besser. Pet spawnt Frostmaw. Freunde, Frostmaw, ihr kennt ihn. Das wird jetzt richtig krass. Das heißt, wir müssen jetzt richtig loslegen. Und wir gehen mal auf unsere Insel und schauen, was wir platzieren können. Einmal hier rüber, Synthi. Einmal konzentrieren. Und das schaffst du sehr schön. Und in dieser Runde bekommen wir Pro-Blöcke, Freunde. Das heißt, jetzt müssen wir gewinnen. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Wir schauen mal rein und wir bekommen ein Crimson End und noch ein paar von diesen coolen, was ist das, Feuer-Lava-Blöcken. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, platzieren wir jetzt erstmal diese Blöcke hier drumherum und darin platzieren wir jetzt gleich unser Monster rein. So, und das Wichtige ist, dass wir natürlich auch den Mob hier, beziehungsweise den Block platzieren und dann sollten wir auf jeden Fall gegen Frostmaw gewinnen, Freunde. So, komm schon, dann hier noch ein bisschen. So, ich würde sagen, das sieht doch alles in allem schon mal ziemlich gut aus. Und jetzt platzieren wir hier den Crimson Web und schmeißen jetzt den Fusionstrank auf ihn drauf, Freunde, und schauen, in was es sich verwandelt. Ihr zählt daheim wieder mit. 3, 2, 1 und jetzt kommt schon, Freunde, verwandel dich in ein cooles Mob. Wow, Freunde, schaut mal. Daraus ist einfach Netherite Monstrosity geworden. Und das ist wohl mit der krasseste Feuermob. Das hätte man sich auch denken können mit den orangen Mobs. Und davon spawnen wir einfach noch ein, Freunde. Wir haben zweimal Netherite Monstrosity und fragen mal Pet, ob er bereit ist. Wir wissen ja, er hat Frostmaw gespawnt. Pet, bist du bereit für die nächste Runde, um zu verlieren? Um zu gewinnen, meinst du? Ja, ich bin bereit. Dann zähl mal den Countdown runter, Kollege, denn meine Monster sind erwacht und möchten kämpfen. Du meinst verlieren? Du meinst gewinnen. Komm schon, Pet. 3, 2, 1, los! Und go! Und du hast Frostmaw gespawnt? Ein Frostmaw? Der hat doch gar keine Chance gegen mein Netherite Monstrosity, denn denkst der du nicht? Ah, okay, da hast du recht. Dann würde ich sagen, komm, einmal nachschießen, bitte. Boah, holt ihn euch, Netherite Monstrosity, gegen diesen blöden Frostmaw. Ja, kommt schon, Freunde, let's go. Oh, Pet, der erste ist gestorben und der nächste ist auch schon in Lava. Warum weckst du ihn? Warum soll ich ihn nicht wecken? Der möchte doch auch noch feiern und jetzt brennt einfach und hier fliegen Lavablöcke, Freunde. Wie krass ist das denn? Kommt schon, Netherite Monstrosity, das gibt den nächsten Punkt. Komm, jetzt hau zu, die haben mich geweckt. Ja, kommt schon, Netherite Monstrosity, schnapp ihn dir. Und der hat noch die Hälfte vom Leben. Kommt schon, Freunde, bam. Oh, ich glaube, ich muss noch einen spawnen. Du hast ja gesagt, der hatte keine Chance alleine. Kannst du machen, Freunde. Und wie gesagt, nur der Gewinner darf hier in diese Minecraft-Erde. Und ich will das sein. Ich bin so gespannt, Pat. Und ich werde es auch sein. Und der nächste ist auch gestorben, Pat. Das ist aber dein letzter. Mehr Chancen gebe ich dir nicht, Edge Pat. Aber du hast doch gesagt, allein hat er keine Chance. Also muss ich eigentlich so viele spawnen, bis er eine Chance hat. Nö, das irgendwann reicht dann auch mal. Ich würde sagen, der verlierst du jetzt auch wieder. Dein Frostmaw brennt und kommt schon, holt ihn euch, Netherite Monstrosity. Ihr seid die viel, viel Besseren. Kommt schon, schlagt auf ihn ein. Ja, boah, Freund. Und ich glaube, Pet, das sieht nicht gut aus für dich. Alter, die sind einfach so unfair. Und damit steht es endlich 2-1, Freunde. Netherite Monstrosity hat diese Runde gewonnen und es steht 2-1. Voll unfair. Haut ab von meiner Seite. Auf die Gewinnerseite, komm wieder rüber. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Es steht 2-1 für uns, Freunde. Und wir sind einen Riesenschritt näher gekommen, um in diese Minecraft-Welt zu gehen. Und ich bin ja so gespannt, was sich darin befindet. Aber dafür müssen wir erstmal die nächsten Runden gewinnen, Freunde. Und dafür gehen wir jetzt nach dort oben. So, das Jump'n'Run wieder machen. Und ich bin so gespannt, Freunde, was wir aus diesen OP-Blöcken später bekommen. Die werden wir in der nächsten Runde machen. Denn jetzt kommen erstmal diese Blöcke hier. Und zwar werden das, Moment, XXL Pro-Blöcke, Freunde. Ich bin richtig, richtig gespannt. Und da bekommen wir diese Blöcke hier raus. Okay, und ein Hypocamp. Platzieren wir erstmal hier wieder diesen Kranz von Bogen, Freunde. Bauen diesen Kreis hier hin. So, und dort wird gleich unser Mob platziert. Das heißt, jetzt kommt der... Freunde, was ist denn das für ein Block? Das sieht aus wie ein Eisblock. Das ist gefrorener Stein. Okay, kein Wunder, rutscht man hier so drauf rum. So,
Okay, dann hier einmal alles zu bauen, hier oben. So, Freunde, sehr gut. Perfekt, also ich würde sagen, hier rein spawnen wir jetzt diesen Hypokampen, Freunde. Wie cool ist der denn? Und den fusionieren wir jetzt mit diesen Blöcken, Freunde. Seid ihr bereit? Dann würde ich sagen, alle gemeinsam, du daheim und ich wieder hier. 3, 2, 1 und komm schon, verwandel dich, wir hören's doch, Freunde, kommt schon. Freunde, dadurch ist jetzt einfach so ein Blitzdrache gespawnt, der genauso aussieht. Ich würde sagen, Freunde, einer ist aber nicht genug. Wir spawnen nochmal einen von diesen Drachen. So, ein komm schon, da geht noch mehr. Und Freunde, jetzt haben wir einfach so einen Riesendrachen bekommen. Ich würde sagen, das reicht für diese Runde. Und ich sag's mal so, wenn wir verlieren sollten, spawnen wir einfach noch mehr, Freunde. Das wird so cool. Wir haben einfach solche Blitzdrachen aus diesen Blöcken bekommen. Das wird so unglaublich krachen gleich. Ich würde sagen, Pat, bist du bereit für diese Runde, für dieses Spektakel? Ja klar, komm, wir starten. 3, 2, 1, go. Du hast Zyklopen. Kommt schon, Drachen, holt euch die Zyklopen hier. Boah, die haben ja gar keine Chance, deine natürlich süßen Drachen. Hey, Blitzdrachen. Die machen ja nicht mal was, die werden weggesteuert wie Fußbälle. Guck hey, das mal an. Blitzdrachen, mach doch mal was. Jetzt sieht's gut aus. Boom, hier kommen die Blitze, Freunde. Jetzt eskaliert's endlich. Komm schon, Blitzdrache, belohn dich. Nochmal so eine Elektrizitätspower. Kommt schon. Was macht er hier? Weint er um sein Kind oder was? Das weiß ich auch nicht. Kommt schon. Ja, Freunde, guckt euch an, was der Blitzdrache macht. Was? So, was ist der für ein verrückt geworden? Sowas habe ich noch nie gesehen. Und nochmal, Blitzdrache, belohn dich. Komm schon, der muss es nochmal machen. Nee, der hat keine Chance. Ach nein, komm schon, das ist meine letzte Hoffnung, dieser hier. Komm schon, belohn dich. Der ist nur am Heulen. Warum sollte der denn am Heulen sein? Komm schon, Blitzdrache, komm schon, jetzt mach du doch wenigstens mal was. Der andere hat schon vorgemacht. Viel können eine Zyklopen... Der wird auch weitergetreten wie ein Fußball. Der ist aber kein Fußball-Pad. Komm schon, Blitzdrache, jetzt aber. Komm schon, sprüh wieder deine Blitze. Ach, ja, jetzt geht er los. Jetzt geht er los, schnapp sie dir. Guck mal, Freunde, der geht richtig ab. Ja, Pet. Schon, boom. Ihr habt's gesehen, Freunde, hier waren wieder coole Blitze am Start, aber... Ja, jetzt fliegt er, das ist aber auch unfair. Ja, Freunde, jetzt, boom. Habt ihr es gesehen, er schießt wieder mit Blitzen. Jetzt eskaliert's, Pet, siehst du das hier? Alter, was ist mit dem los? Ja. Ey. Kommt schon, Freunde, den ersten haben wir. Jetzt weiter. Das ist voll unfair, der kann ihn doch gar nicht treffen. Natürlich, komm schon, Blitzdrache, dafür wurdest du geboren. Hol sie dir. Du schaffst auch die letzten beiden noch. Ja, noch mehr Blitze, Freunde. Oh, Pat, bist du schon langsam ein bisschen nervös? Tritt ihn wieder wie ein Fußball. Oh, Pat, das ist doch kein Fußball, Alter. Kommt schon. Oh, ja, das sieht gut aus, jawohl. Hey, entspann dich, tritt ihn nochmal. Komm, schaffst du. Kommt schon, ja, er macht wieder so Feuerdrachen, Blitzdrache. Kommt schon. Komm, tritt ihn, ja, komm. Oh. Hier noch so ein schöner Tritt hinterher. Nein, das niemals. Ich glaube, er schafft's. Ja, noch ein Ja, Freunde. Wir haben gewonnen. Es sah schon so aus, als würden wir verlieren, aber dieser Drache hat uns alles gerettet und jetzt haben wir es in der Hand. Wenn wir die nächste Runde mit diesen OP-Blöcken gewinnen... Nimm das, du Drache! Was soll das, Pat? Das ist gemein. Wenn wir die nächste Runde mit diesen OP-Blöcken gewinnen, Freunde, dürfen wir in diese Minecraft-Welt. Seid ihr bereit für dieses Abenteuer? Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, dass wir wirklich gar nichts anbrennen lassen in der letzten Runde. Denn wie gesagt, nur wenn wir jetzt gewinnen, dürfen wir in diese Welt. Habe ich wieder dieses kleine Löchlein gebaut, mit dem ich wieder cheaten kann. Ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Und schauen mal zum lieben Pat rüber, was er denn jetzt spawnen möchte in dieser Runde. Und... Dort ist er. Was hat er denn in der Hand? Pat, was möchte er machen? Ich ziehe meine Kopfhörer wieder auf, damit wir hier durchhören können. Mal schauen, was er sagt. Wie wär's denn mit diesen... Ja, die sind gut. Was ist denn das, was Pat damit spawnt in der letzten Runde? Damit gewinne ich. Ich glaube, damit... Das mache ich noch. Oh, Pat will eine Katze spawnen. Der will wohl gar nicht gewinnen. Da gewinne ich auf jeden Fall mit meinen OP-Blöcken, Freunde. Ich glaube, damit ich ihn so ein bisschen... Ja, doch, das könnte ihn verwirren. Was möchte er denn machen? Er spawnt einen Slime. Der Pat möchte doch gar nicht die letzte Runde gewinnen. Freunde, er hat Iguana King gespawnt. Okay, Freunde, wir haben es gesehen.
Pet spawnt diesen unglaublichen Iguana King. Ihr wisst, das ist einer der krassesten Mobs, die es in ganz Minecraft gibt. Aber wir bekommen jetzt in der letzten Runde nämlich OP-Blöcke. So, und das machen wir direkt. So, einmal hier hoch und wir schauen in diese Kiste. Hier sind auch so coole Geschenke. Wir bekommen jetzt OP-Blöcke. Sowas hatten wir noch nie, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal in die Kiste rein und... Freunde, wir haben einfach drei verschiedene Blöcke und eine... Was ist das? Klapperschlangen-Spawn-Ei. Okay, Freunde, das klingt schon mal ziemlich vielversprechend. Und ich würde sagen, wir bauen direkt die Blöcke hin und schauen, was aus dieser Klapperschlange wird. Guckt euch mal diese Blöcke an, Freunde. Sowas habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Und ich glaube, ihr auch nicht. Wir wissen auf jeden Fall, Pet spawnt den Iguana King. Deswegen müssen wir das einfach richtig vorsichtig bauen. So, denn der ist richtig krass. So, einmal die Blöcke hier außen rum. Das sieht doch alles schon mal ziemlich gut aus. Gut aus und so, diesen hoffnungsvollen Pilzblock als nächstes, Freunde. Ihr seht's, das ist einfach richtig krass. Sowas hatten wir noch nicht einmal in dieser Runde. So, das bauen wir jetzt noch eins höher und ich würde sagen, jetzt spawnen wir die Klapperschlange, Freunde. Und ich würde sagen, wir spawnen einfach mal drei von diesen Klapperschlangen und werfen jetzt unseren Fusionsdrang auf ihn drauf, Freunde. Seid ihr bereit für die letzte Runde? Wir fusionieren oder beziehungsweise kombinieren unsere Mobs in 3 Sekunden. 3, 2, 1 und jetzt kommt's schon. Kombiniert euch. Freunde, schaut euch mal an. Hier ist einfach eine... Was ist das? Wir haben eine Hydra bekommen und die wird jetzt gegen den Iguana King kämpfen in der letzten Runde, Freunde. Und wenn wir gewinnen, dürfen wir in diese Welt reingehen. Pet, bist du bereit? Dann zähl den Countdown runter. Okay, 3, 2, 1, go. Und du hast den Iguana King gegen meine... Gegen meine Hydras, Freunde. Schaut's euch an, der Iguana King ist richtig OP. Aber meine Hydras werden das schon machen, Freunde. Kommt schon, Hydras. Schnappt deine ihn. Klapperschlange, die soll meinen Iguana King besiegen. Klapperschlange? Das glaubst du auch selbst nicht. Meine eine Hydra ist rausgeflogen, Freunde. Ihr habt's gesehen, das ist unfair. Ich muss nochmal eine neue spawnen. So. Ey, das zählt nicht. Weg mit dir. Pet, natürlich, die ist rausgeflogen. Kommt na schon. Und, das zählt nicht. Natürlich, komm schon, Hydra, schnappt euch diesen Iguana King. Hier wird überall Gift rumgeschleudert. Oh mein Gott. Boah, das Schlachtfeld, wie sieht das denn aus? Das Schlachtfeld, Freunde, ihr seht's richtig. Hey, steck dir die Wurms wohin. Hey, das ist unfair, Pet, einer ist weggeflogen. Das ist der Kumpel von denen. Kommt schon, kommt na schon. Na und? Holt euch den Iguana King, Freunde, er hat nur noch 50 Leben. Kommt warum schon. Hat der eigentlich so viele Köpfe? Boah, der wird immer größer und größer von Runde zu Runde. Kommt schon, Hydra. Holt ihn euch, den Iguana King, mit deinem Gift. Boah, Freunde, hatten wir sowas schon mal erlebt? Ich glaube nicht, Pet. Alter, der ist ja fast down. Ey. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Nur noch die kleinen Winzlinge. Und dann haben wir es gewonnen. Hydra, Hydra, Hydra. Iguana, das schaffst du. Nee, die Kleinen haben keine Chance mehr, Pet. Mann, ist das unfair. Nur noch dieser kleine Winzling und der ist jetzt auch gestorben, Freunde. Und unsere Hydra mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Köpfen hat gewonnen, Freunde. So, Freunde, und ihr wisst ja, dass wir in diesem Mob-Battle heute unsere Mobs komplett kombinieren. Und wir gehen direkt mal zu der nächsten Kiste, denn uns erwarten hier heute noch Level 100 Mobs und Mystery Mobs. Aber dafür müssen wir erstmal diese Kiste öffnen. Aber ey, Freunde... Die Kiste ist abgeschlossen. Ich weiß, woran das liegt. Du hast das Video noch nicht geliked. Denn erst, wenn du das Video likest, öffnet sich diese Kiste. Also, like das Video bitte in 3, 2, 1 und jetzt. Wow, du hast es geschafft. Du hast diese Kiste mit deinem Like geöffnet. Dankeschön dafür. Und wir schauen mal direkt, welche beiden Mobs wir jetzt bekommen. Wir bekommen zum einen ein Skelett und einmal ein Geist, Freunde. Ich würde sagen, wir platzieren diese beiden Mobs und werfen dann gleich wieder unseren Kombinierendrang auf sie. Also einmal das Skelett und einmal den Geist. Und kommt schon, verwandelt euch in einen coolen Mob, ihr beiden Mobs. Wow, Freunde, daraus ist einfach dieses Lord-Skelett entstanden. Ein Mix aus einem Geist und aus einem Skelett, Freunde. Und damit sollten wir die nächste Runde auf jeden Fall gewinnen. Dann würde ich sagen, wir fragen mal ganz kurz bei Pet nach, ob er auch schon für die nächste Runde bereit ist. Pet, hallo, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du bereit für die nächste Runde? Na, und wie ich das bin, zum Gewinnen. Pet, dann würde ich sagen, du darfst den Countdown runterzählen und bist bereit für die nächste Runde. Und wir spawnen noch einen, Freunde. Also, Pet, dann zählen wir gemeinsam den Countdown, Freunde. Ihr zählt zu Hause auch lautstark mit. 3,
zwei, eins und los geht's, Freunde. Und da würde ich sagen, Pet hat Ignis gespawnt. Es ist auch ein Luftmonster, Freunde. Guckt's euch an. Was ist das denn hier, Freunde? Habt ihr sowas schon? Das ist schon 2 gegen 1. Wow, Freunde. Oh, was ist das denn? Da ist der erste tot. Ist mein Skelett schon gestorben? Wartet mal, das kann doch nicht sein, Freunde. Komm schon, Lord Skelett. Und der nächste auch noch. Nein. Kommt schon, Skelett. Macht mal was hier. Wow, Freunde, nein, wir müssen noch eins spawnen. Schnell. Das macht Pet doch. Moment mal. So, hier, du. Ich würde sagen. Hey, Moment mal, ganz kurz. Der war gerade noch nicht dabei. Der ist die ganze Zeit schon dabei gewesen. Pet. Nein. Kommt schon, holt ihn euch, Lord Skelette. Ihr seid doch, nein. Der wird jetzt hier gerade hoch. Greift doch erstmal den anderen an, der ist schon fast so. Das macht was war das? Der hat jetzt gerade. Ignis hat die Farbe geändert, Freunde, und jetzt wird. Oh mein Gott, komm, Pet. Der Linke, nimm doch den Linken erstmal. Nein. Der ist fast tot. Ja, kommt schon, ihr macht das. Kommt schon, Lord Skelette, holt ihn euch irgendwie. Ignis hat nicht mehr viel Leben. Alter, es kann doch nicht wahr sein, Ignis. Und bist du verrückt geworden? Warte mal ganz kurz, Pet. Ich glaube, dein Ignis hat verloren. Du hast ihn aber auch voll abgelenkt mit dem einen. Ja, Freunde. Wir führen 2-0 und wir sind auf dem besten Weg, hier hochzukommen, um in diesen riesen Drachen zu gehen. Ich bin so gespannt, was sich darin befindet, Freunde. Aber dafür müssen wir noch die ein oder andere Runde gewinnen, Freunde. Bleibt unbedingt dran, denn jetzt wird's mega spannend. Denn gleich bekommen wir Level 100 Mobs und Mystery Mobs. So, Freunde, es steht 2-0 für Team Rot, für Team Synthi. Und du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, für wen du bist. Bist du für mich oder für Pet? Ich glaube, da gibt's nur eine Antwort, und zwar, ihr seid für Synthi. Also, hoffe ich zumindest. Naja, ich würde sagen, in der nächsten Runde öffnen wir die Kiste und dann kommen auch schon die krassen Kisten mit Level 100 und Mystery Mobs. Naja, wir bekommen aus diesen Kisten einmal ein Schwein und ein Tier, also ein Elch. Wartet mal, Freunde, was ist das denn für eine verrückte Kombination? Aber bevor wir das machen, zeige ich euch mal ganz kurz was. Denn ich habe hier Glas und da kann nur ich durchschauen. Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz da durch und hören mal mit unseren Kopfhörern rein, was denn der Pet in dieser Runde spawnen möchte. Wir hören mal rein, ob er irgendwas sagt. Ich hab's, ich nehme den. Oh, wobei. Wen nimmt er denn? Ach, der wird gut. Den nehme ich. Nein, Pet möchte den legendären King spawnen. Nein, bitte nicht, Pet. Ich hab eine Idee. Der König, der war dafür nicht bekannt. Wir jetzt machen Folgendes. Schon, Pet, was macht er denn? Wir wollen wir kämpfen, Freunde. Hier. Pet spawnt einen weiteren Boss-Mob. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall nicht nachlassen, Freunde. Das wird richtig schwierig. Dieser Mob ist dafür bekannt, die Zeit zu ändern. Ihr werdet es bestimmt gleich sehen. Jetzt geht es erstmal darum, unseren Mob zu spawnen. Wir haben hier zum einen ein... Ist das ein Reh, Freunde, oder ein Rentier? Keine Ahnung. Und ein Schwein. Was soll denn daraus für ein Mob kommen? Egal, wir probieren es, Freunde. Verwandelt euch beiden. Wir müsst jetzt was tun. Wow, Freunde, was ist denn daraus für ein Mutantenschweinchen geworden? Guckt euch das mal an. Der sieht richtig, richtig gefährlich aus. Aber kommt schon, Freunde. Wir spawnen einfach mal, sagen wir, 3 Stück von denen, Freunde. Damit haben wir eine richtig fette Armee. Und ich würde sagen, wir fragen mal ganz kurz drüben nach bei der Verliererseite, also bei Pet, ob er denn schon fertig ist. Hallo, Pet, bist du bereit? Ich weiß gar nicht, was du spawnen möchtest in dieser Runde. Also, ich kann dir so viel sagen, du wirst auf jeden Fall verlieren. Dann, Pet, komm, zähl den Countdown mit mir runter. 3, 2, 1 und los geht's. Und was? Wow, guck mal an, Freunde, was ist das für ein kranker Kampf? Pet, du hast nur einen Mob gespawnt. Willst du etwa verlieren oder was ist los? Du hast Mutanten Hoglins? Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Das sind doch Schwächlinge. Was macht er denn jetzt? Guck mal, oh mein Gott, aus der Arena heraus. Ach du grüne Neune. Sein Bruder mitgeholt. Naja, jetzt sind sie auf jeden Fall wieder bereit für den nächsten Kampf. Und guckt euch an, Freunde, hier fliegt alles durch die Luft. Alter. Was ist das denn für ein krass epischer Kampf? Kampf, Freunde. Man könnte denken, das sind Luftmonster. So wie die hier in der Luft rumschweben auf jeden Fall. Und wie steht's denn? Okay, deine haben Alter, noch die... Guck mal. Wow! Wartet mal. Nein, Freunde, ich verliere. Ich verliere schnell. Komm schon. Das war ja voll einfach. Das war nicht... Ja, komm, spawn ruhig nochmal neue, weil du eh keine Chance hast. Natürlich habe ich eine Chance, Freunde. Und wartet mal.
Ich glaube, die stellen wieder die Zeit um. Es wird, glaube ich, gleich wieder... Wow, Freunde, was ist das denn? Die das schleudern hier rum. Das ist ja wie so Propeller. Das sieht... Also wirklich, Freunde, so ein Mob habe ich noch nie erlebt. Pat, was hast du denn da gespawnt? Das ist richtig, richtig krass. Ich sag schon mal gute Nacht an deine Monster, weil die sind gleich tot. Na, Freunde, die werden ja durch die Luft geschleudert und... Guckt, wow, er hat ihn aus der Map gehauen, Freunde. Was war das für eine kranke Runde? Ich würde sagen, damit steht es verdientermaßen jetzt auch 2-1 nur noch. Und jetzt gehen die auf mich, Freunde. Habt ihr es gesehen? Jetzt greifen die auch noch mich an, Synthi. Ich hab doch gar nichts damit zu tun mit euren Spielchen, Freunde. Es steht 2-1 für mich. Und in der nächsten Runde müssen wir wieder gewinnen. Bis auf, sonst hat Pat Glück und darf in diesen Eisdrachen. Und das wollen wir nicht, Freunde. Das war ein unglaublicher Kampf. Und wir müssen auf jeden Fall die nächste Runde gewinnen, dass wir dieses Geheimnis lüften können mit diesem Drachen. Und dafür würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder auf die Insel. Denn jetzt, Freunde, werden die harten Geschütze ausgefahren. Denn jetzt bekommen wir Level 100 Mobs. Freunde, seht ihr es? Wir haben hier eine Kiste mit Level 100 Mobs. Sowas haben wir noch nie gehabt und ich würde sagen, dafür haben wir uns auf jeden Fall verdient, dass ihr alle nochmal ein Like da lasst, falls ihr es noch nicht getan habt, Freunde. Also, wir öffnen die Kiste und schauen rein. Dort drin befindet sich einmal ein Guard, also ein Ritter quasi ist das, Freunde, ein Wächter und ein Robo-Sniper. Das ist eine ziemlich verrückte Kombination, die wir so auch noch nie hatten. Deswegen platzieren wir sie direkt und zwar zum einen mal diesen Guard, also diesen Art Wächter. Und Freunde, der ist so aggressiv, der wird gleich meinen Roboter schlagen. Deswegen müssen wir uns beeilen, dass wir sie schnell kombinieren können zu einem OP-Mob. Also Freunde, 3, 2, 1 und nicht angreifen, ihr seid ein Team, Freunde, kommt schon. Freunde, guckt euch an, was daraus entstanden ist, ein Roboterkrieger, guckt euch an, der sieht einfach perfekt aus und ich würde sagen, davon spawnen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, Freunde, wir haben eine richtige Roboterarmee, die jetzt hoffentlich gegen Pat gewinnen kann und wir fragen einfach mal drüben nach, ob Pat denn schon bereit ist für dieses krasse Mob-Battle. Pat, bist du bereit für die nächste Runde? Ja, zum Gewinn bin ich immer bereit. Zum Gewinn? Du meinst wohl zum Verlieren, würde ich sagen, Pat. Du kannst den Countdown runterzählen. Lustig. Wir wollen Kämpfe sehen, die Zuschauer und ich. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1, go. Und du hast nicht ernsthaft Baracko, den Sonnenherrscher, Freunde. Wow! Was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Die ganze Map wird zerstört, Freunde. Sowas hatten wir ja noch. Noch nie, guckt euch an, Baracko hier. Alter, was hast du denn für Psychomonster gespawnt? Ich habe so Roboter, aber die kommen gar nicht richtig ran, weil dein Baracko hier alles kaputt macht. Die machen die... Ja, aber die schießen doch nur. Junge, wie viel Schaden machen die denn? Du hast voll übertrieben, Synthi. Ja, die schießen hier mit ihren schönen... Guckt euch an, Freunde. Boom. Boah, hier fliegt alles und explodiert. Es ist auch noch die Sonne komm, hier. Gib's ihnen. Ja! Freunde, was geht denn hier ab in diesem Kampf? Sowas haben wir noch nie gesehen. Überall diese kleinen Explosionen. Und der erste ist gestorben. Ist der erste gestorben und von dir leben auch noch 3 Stück. Kommt schon, Robot Warrior. Und boah, Freunde, hier eskaliert es komplett. Ey, wo schaust du denn hin? Du musst zu Baracko schauen. Ey, was ist denn hier los? Und jetzt, ich hör's. Boah, hört ihr diese Laserschüsse, Freunde? Piu, piu, Freunde, wie cool. Und kommt schon. Aus der Ferne, das ist die Stärke von meinen Baracko-Sonnenkönig. Ja, oh mein Gott, die heilen sich jetzt gegenseitig. Baracko heilt sich hier wieder hoch, Pat. Das ist unfair. Was ist denn daran unfair? Nein, wartet mal. Ich hab nur noch 2 Stück und du aber auch. Und es ist nicht mehr lange, Freunde. Schaut mal, nur noch die beiden. Komm schon. Und heilt sie doch schnell. Guck mal, Freunde, was hier passiert. Er wird die ganze Zeit von so einem Sonnenstrahl getroffen. Kommt schon. Komm, der ist gleich down. Nie im Leben, Baracko. Nein, 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 nein. Freunde, hier ist einfach... Der heilt sich die ganze Zeit hoch von seinem kleinen Minion. Nur noch. Und, wir haben da verloren. Wir haben ernsthaft diese Runde verloren und damit steht es jetzt 2-2 und wir gehen in die Entscheidungsrunde rein. Das heißt, jetzt müssen die Mystery Mobs dran glauben, Freunde. Wir sehen uns jetzt gleich in der letzten finalen Runde. Was meinst du, was für Mystery Mobs denn? Nix, du hast nichts gehört, Pat, es war nur ein Prank. Oh Gott, okay. Freunde, das war knapp. Freunde, es beginnt gleich die letzte Runde, denn nur der Gewinner darf jetzt in diesen Eisdrachen gehen und dafür werden wir unsere Mystery Mobs öffnen, Freunde.
Ach du Heilige, das wird so krass. Aber ich würde sagen, bevor wir die Mystery Mobs öffnen, schauen wir ganz kurz durch unsere Cheat-Seite und gucken, was der Pet in dieser Runde spawnt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen, denn wir müssen diese Runde unbedingt gewinnen. Also schauen wir mal ganz kurz rüber und Pet hat hier schon was geplant. Wir hören mal ganz kurz rein. Wir ziehen unsere Kopfhörer an und hören mal zu. Der ist ja auch so am Cheaten wie ich. Könnte aber auch den Ender-Golem nehmen, theoretisch. Ich glaube, der ist besser, den nehme ich. Freunde, Pet spawnt einfach in der letzten Runde den Ender-Golem. Eins der und nicht nur einen, Freunde. Das, oh mein Gott, er macht eine richtige Ender-Golem-Armee. Das heißt, wir müssen jetzt komplett eskalieren in dieser letzten finalen Runde, Freunde. Und dafür machen wir das Insel-Jump-and-Run erstmal vorsichtig, Synthi. Und jetzt geht's an diese legendäre Kiste. Denn wir öffnen nun die Mystery-Mob-Kiste. Und ich bin so gespannt, was sich darin befinden wird, Freunde. Guckt's euch an, sowas hatten wir noch nie. Und wir haben hier zum einen mutanten Enderman und einen Gem-Golem, also einen Kristall-Golem, Freunde. Und ich bin so gespannt, was daraus sich entwickeln wird. Kommt, wir platzieren die beiden Mobs. Zum einen hier den mutanten Enderman und den Gem-Golem, Freunde. Und jetzt werfen wir den... Oh, bleibt doch hier, mutanten Enderman. So, und werfen jetzt den Kombinationsrang auf beide. Kommt schon, wir brauchen jetzt einen richtig krassen Mystery-Mob, Freunde. Freunde, wir haben einfach den Ender-Guardian. Das heißt, es treten gleich zwei Ender-Mobs aufeinander. Und ihr müsst wissen, diese beiden Mobs hassen sich, der Ender-Golem. Hey, Synthi, was ist das für eine Musik hier, die abgespielt wird? Freunde, es wird Zeit für den letzten epischen Kampf. Wir spawnen direkt natürlich auch drei Stück. Und dieser Kampf findet komplett bei Nacht statt. Es ist so unglaublich episch, Freunde. Die beiden Erzrivalen treffen im letzten Kampf gegeneinander an. Ich würde sagen, Pat, zählt den Countdown runter. 3, 2, 1, mögen die Spiele beginnen. Das Finale im heutigen Mob-Battle, Freunde. Der letzte Kampf heute bei Nacht und es kommen einfach zwei ähnliche Mobs, Freunde. Es ist so episch wie schon lange nicht mehr. Alles bei Nacht. Ach du grüne Neune, Freunde. Hättet ihr das jemals erwartet, dass der letzte Kampf so episch wird? Man kann sich gar nicht unterscheiden, welcher Mob welcher ist. Du hast doch gar keine Chance. Guck dir das doch mal an, deine Ender-Guardians sind fast tot. Dein Ender-Golem fliegt hier hoch, Freunde. Wir müssen's gewinnen. Kommt schon, Freunde, kommt schon, strengt euch an. Kommt schon, Ender Guardians, holt euch den Sieg nach Hause für Team Synthi. Hey. Und was ist denn hier los, Freunde? Guckt's euch an. Du hast nochmal einen gespawnt, einen letzten. Holt euch den Ender Guardian. Das war ja auch ein 3 gegen 2. Ja, das ist verdient. Kommt schon, Ender Guardian, holt sie euch. Ihr macht das. Er fliegt hier in der Luft. Was ist das denn, Freunde? Ja, holt jetzt nochmal aus. Das habe ich noch nie erlebt, sowas hier. Ach du... Nein. Und ist der Kampf vorbei, Freunde? Die Ender Guardians haben den letzten epischen Kampf gewonnen. Und damit heißt es, Synthi, also ich, darf jetzt hoch zu diesem krassen Drachen gehen, Freunde. Wir lüften jetzt das Geheimnis, was sich bei diesem Drachen befindet. So, Freunde, Pat, bist du schon ein bisschen neidisch? Weil ich darf jetzt das Jump'n'Run machen und zum Drachen hochgehen. Bist du neidisch? Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ja, das war so ein spannender Kampf wie schon lange nicht mehr, Freunde. Aber dieses Jump'n'Run ist auch, boah, echt schwierig, Freunde. Oh, jetzt bin ich fast runtergeflogen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich oben bin, wieder. Und dann schauen wir, was sich bei diesem Eisdrachen befindet. Boah, Freunde, wir haben jetzt endlich diesen Drachen erklumpert. Du bist ja so klein, ich sehe dich gar nicht mehr da unten. Haha. So. Mann, bleib stehen da oben. Nee, nee, Freunde. Und schaut mal, wir sind jetzt im Drachen drin. Und hier ist eine Kiste und da ist ein Trank drin. Ein seltsamer Trank. Soll ich den mal... Ich trink den einfach mal. Komm, und was ist denn... Boah. Ah, aua, was ist das denn? Der Trank hat mich getötet.